Meine Lieben, ich grüße euch ganz herzlich. Herzlich willkommen bei Simones spiritueller Lebensberatung. Heute habe ich ein Wunschpartner-Orakel für euch mit der Wunschpartner-Analyse. Wenn ihr also einen Herzensmann oder auch eine Herzensdame im Herzen tragt, dann können wir heute schauen, was verdrängen diese Personen, was ist das Hauptthema eurer Beziehung und wie wird es letztendlich weitergehen, also was ist das Ziel? Ja, es ist jetzt egal, ob du mit demjenigen oder mit derjenigen in einer Beziehung bist oder nicht. Wir schauen einfach, wie es da weitergeht und was er denkt und fühlt oder sie. Ne? Also ich gucke jetzt aus der Sicht einer Dame, einer Frau, und wenn du ein Mann bist, dann interpretiere das Kartenbild bitte für dich um. Ja? So, meine Lieben, wenn ihr gerne eine Kartenlegung mit dem Rundumblick, einer Wunschpartneranalyse, dem Liebesblick oder vielen Fragen haben möchtet von mir oder auch meine Energiearbeit gerne in Anspruch nehmen möchtet, mit dem Chakrenausgleich, einer Aura-Reinigung, einem Partner-Rückführungsritual oder Partner-Zusammenführungsritual oder eine Intensivreinigung, dann meldet euch bei mir per PN über Facebook an Simone, deine Kartenlegerin, Lebensberatung und Chakrenausgleich, oder auch sehr gerne per E-Mail an deinekartenlegerin@ymail.com. So, und nun wollen wir einmal loslegen. Ach so, gelegt habe ich auf der Wunschpartneranalyse Legeschablone von der wunderbaren Nadine Breitenstein mit den Karten Claire's Story Cards 1 und 2 und mit dem Elfenorakel von Tiziana Matera. So, und nun schauen wir gleich auf die Karten. Und zwar kommt als erste Karte, als Überschrift der ersten Reihe, die Karte Verzeihen. Und das ist interessant. Hier muss dein Wunschpartner wohl etwas verzeihen, sich selbst oder auch seinem Gegenüber. Vielleicht hattet ihr Streit und er hat sich daneben benommen oder auch du, das kann natürlich auch sein. So, und da schauen wir mal in das Hauptthema und da fällt die Heilung. Wie wunderbar. Und auch die Heilung, die auch mit seinen Gedanken verbunden ist. Ja? Das Hauptthema zwischen euch ist also momentan Heilung und dann liegt das Gedankenkarussell direkt bei dir und auch bei ihm. Das bedeutet ebenfalls, dass du dir sehr viele Gedanken machst und er sich aber ebenfalls. Und irgendwas scheint zwischen euch vorgefallen zu sein, dass ihr tatsächlich einfach, naja, wahrscheinlich ein Streit oder ein Missverständnis, irgendwas in der Art muss da gewesen sein. Ja, und ihr müsst euch gegenseitig verzeihen. Das ist jetzt wirklich die Überschrift auch des Hauptthemas. Und das geht auch in die Heilung. Und das freut mich ja ganz besonders, das zu sehen. So, und die weiteren Karten, da zeigt sich dann Pragmatismus, Eifersucht und Abschied. Und das bedeutet, dass dein Wunschpartner, den du im Herzen trägst, sehr viel zerdenkt und dann immer alles abwägt, wo muss ich wie am wenigsten Gefühle reinlegen und sich wirklich sehr vor dem Thema Fühlen scheut. Ja? Er ist lieber dann der Pragmatiker, der alles mit seinem Kopf ausmacht und eben mit seinem Verstand. Ja? Aber man sieht auch, dass er, also es muss irgendwie auch Eifersucht zwischen euch herrschen und Eifersucht heißt ja auch immer ein bisschen Selbstzweifel. Ja? Er zweifelt also auch an sich selbst und versucht das vielleicht auch ein bisschen zu überspielen. Und dann fällt noch die Karte Abschied und direkt über dem Brief. Ja? Das heißt also momentan entweder habt ihr gerade keinen Kontakt oder es gab so, sozusagen na, wie so ein Abschiedsbrief, ne? Von, also eine Nachricht vielleicht über was weiß ich, Facebook oder WhatsApp, dass ihr euch gerade, dass gerade ein Stillstand zwischen euch herrscht, ja? Und vielleicht ist irgendwas vorgefallen, dass du eifersüchtig warst oder er war eifersüchtig und ja, momentan ist da Funkstille zwischen euch, aber das Schöne, denkt daran, an die Heilung, das geht in die Heilung, ja? Also das ist schon mal sehr schön. So, und nun schauen wir auf die weitere Überschrift der nächsten Reihe zum blinden Fleck und da kommt Liebe zur Erde. Das heißt also, dass dein Gegenüber die Erdung ein wenig verloren hat. Ja? Er hat keine gute Anbindung an Mutter Erde. Das heißt also, seine Stabilität ist ihm etwas verloren gegangen. So, und der blinde Fleck. Ihr hört mich schon ein wenig schmunzeln.
Sein blinder Fleck ist das Fühlen. Er sträubt sich also dagegen, seine Gefühle zuzulassen. Welch Wunder. Ja, also als hätte ich das da mit Absicht hingelegt. Na, und auch in seinen Gedanken, er macht sich viele Gedanken und er denkt auch viel an dich, aber er verdrängt es. Ja, aber schön, wie gesagt, die Heilung liegt direkt darüber. Es geht, auch das geht in die Heilung, das ist wundervoll. Oder das möchte in die Heilung gehen, sagen wir es mal so. Und auch die Beschleunigung liegt daneben und ich liebe dich liegt auch noch daneben, wunderbar. Und das bedeutet eben auch, dass da jetzt ja eine Beschleunigung hineinkommt, also eine Beschleunigung, also auch kommen möchte. Ja, da möchte jetzt etwas geschehen und es möchte Heilung kommen und scheinbar verschließt er sich noch etwas davor. Und kommt noch nicht so richtig in die Puschen. Also ne, so, es kommt mir so vor, als würde er den nächsten Schritt gerne machen wollen, aber traut sich einfach nicht. Er traut sich einfach nicht. Er möchte lieber unabhängig und eben der Gigolo bleiben, der dort liegt. Das heißt, er möchte sich nicht festbinden. Und das ist aber das, was er eben, also dieses Fühlen, das will er nicht zulassen. Und deshalb flüchtet er sich lieber natürlich in die Unabhängigkeit. Ist ja wieder klar. Und zeigt euch das eben auch. Das funktioniert natürlich nie, ist klar auch, ne? Also euch ist das klar, aber deinem Wunschpartner ist es nicht klar oder deiner Wunschpartnerin. Und interessanterweise ist auch eine Zeitkarte gefallen, ach, die Karten sind wirklich wunderbar, ich liebe sie, und zwar direkt auf den blinden Fleck und die, den Brief, also innerhalb der nächsten 2 Wochen sollte eine Meldung von ihm kommen oder irgendwie ein Kontakt kann stattfinden, vielleicht schreibst du ihm auch, oder ihr, ne? Und ja, also das sieht nach einem Kontakt innerhalb der nächsten 2 Wochen aus, ne? Und eben die Karte, ich liebe dich, darf man nicht unterschätzen, denn das heißt wirklich, ich liebe dich. Und dieses Potenzial, also es liegt auch in dem Raster das Potenzial und der blinde Fleck, das heißt also, ihr habt ein großes Potenzial, er liebt dich wirklich und er will eigentlich auch, also im Inneren fühlt er es auch, aber dann kommt wieder sein Kopf dazwischen, sein Verstand und sein Pragmatismus und er denkt wieder, nein, ich darf doch nicht und das geht doch nicht und ich kann mich doch nicht öffnen, dann werde ich doch verletzt und das geht alles nicht. Ne? Und ja, deswegen flüchtet er sich in diesen Gigolo, also in diese Unabhängigkeit, in dieses, ach, ich bin so toll und ich kann alle haben und bloß immer nur an der Oberfläche plätschern und so weiter. Ja. Ist aber trotzdem eifersüchtig, ja, wenn du mal mit jemand anderen flirtest, dann will er das natürlich auch nicht. Das ist halt seine Unsicherheit, das ist klar. Aber das möchte in die Heilung gehen. Und hier möchte ich euch wirklich nochmal meine Energiearbeit ans Herz legen, wo ich sein Herz öffnen kann und diese Denkweise, diesen Pragmatismus bei ihm wirklich in Harmonie bringe und auch löse. Also der ist wirklich zu verkopft. Das tut ihm auch nicht gut. Ja, also das ist nicht gut für ihn. Und er denkt alles kaputt und das macht ihn auch kaputt irgendwann. Ne? Dann hat er nur noch Kopfkino und kann sich auf nichts anderes mehr konzentrieren, auch nachts wahrscheinlich. Ne? Und da muss ein bisschen eine Heilung rein bei ihm, weil ich auch hier spüre ich, er schafft das nicht alleine. Er steckt da etwas fest. So, nun schauen wir mal weiter. Das war ja alles das, was er nicht sehen wollte. Und jetzt kommt das Ziel. Und da kam die Karte Schönheit. Das bedeutet auch hier, es geht etwas in eine bessere Zeit. Da kommt etwas Positives auf euch zu. So, und dann fällt hier die Leidenschaft, der Rückzug und der Neuanfang, die Herausforderung und die rosarote Brille. Und das bedeutet, euch möchte die Leidenschaft wieder einholen. Oder besteht auch sehr viel Leidenschaft zwischen euch, ja. Vielleicht habt ihr auch wirklich nur eine Affäre und einer von euch beiden ist noch vergeben. Das kann ich jetzt hier so nicht sehen. Auf jeden Fall nehme ich ganz viel auf und ab, also on und off immer wahr bei euch, ja. Denn hier liegt mehrfach der Rückzug und eben hier wieder im Ziel, also dass er immer so ein bisschen hin und her schwankt und ich denke auch, dass das von ihm ausgeht, also dieses On-Off, ne, weil er sich eben überhaupt nicht klar ist und er sich nicht auskeksen kann, was möchte er denn überhaupt. Ja, er kann sich nicht in den Spiegel gucken und sagen oder zugeben, dass er dich liebt. Ja, also das
schafft er nicht. Er kann sich das selber nicht mal eingestehen. Ja? Aber die Liebe liegt hier, ja, und auch das Fühlen. Und er muss da reinkommen, wenn er dich halten möchte, ja. Weil dieser Rückzug geht nicht nur von ihm aus, sondern doch auch ein bisschen von dir, ja. Also, aber er zieht sich natürlich auch zurück, aber du, so wie ich das hier spüre, wenn das dein Orakel ist, das trifft natürlich nicht auf alle zu, das ist euch ja klar, aber ich habe auch das Gefühl, bei dir ist eine Entwicklung im Gange und hat stattgefunden und dass du dich vielleicht auch ab und zu mal zurückgezogen hast, ja, weil du vielleicht einfach keine Lust mehr hast, dich so behandeln zu lassen. So, und bei ihm ist das aber auch so, ja, also er zieht sich immer wieder zurück, aber er wünscht sich einen Neuanfang, ja, und das ist euer Potenzial. Euer Potenzial ist der Neuanfang und das ist euer Ziel, ja, oder sein Ziel. Sein Ziel ist schon ein Neuanfang, aber, und er wird aus diesem Rückzug rausgehen müssen, ja, das ist, und er weiß, es ist eine Herausforderung für ihn. Das ist der nächste Schritt, ne, die Herausforderung, aber davor sträubt er sich. Wirklich, er sträubt sich regelrecht, er hat Angst davor. Hier liegt zwar jetzt die Angst, dich aber die Zweifel, die Selbstzweifel, ja? Er schafft das nicht. Und das Interessante ist auch wieder, die rosarote Brille ist auch wieder gefallen, die habe ich jetzt auch permanent in meinen Orakeln und auch in meinen privaten Beratungen. Da kommt auch dauernd die rosarote Brille bei deinem Gegenüber, ja, bei euren Wunschpartnern. Und das bedeutet, entweder er redet sich alles total gut und sagt, ach, alles ist toll, ja, oder er redet sich alles schlecht. Und hier ist es so, er redet sich alles schlecht, weil er ja nicht fühlen will. Ja, er will es nicht, er kann es nicht, er traut sich nicht, er zweifelt an sich und so weiter. Ja, aber die Schönheit, die Liebe, die Leidenschaft, der Neuanfang wollen kommen und er braucht nur so einen kleinen Tritt, ne? So einen kleinen Schubser braucht er noch und er braucht vor allem diese Verbindung zwischen Herz und Verstand. Da ist nicht, da ist keine Connection zwischen diesen Energiezentren, ja, bei ihm. Und das muss hergestellt werden. Das ist ganz wichtig. Dann kann er auch den nächsten Schritt gehen und nimmt auch diese Herausforderung an. Meine Lieben, das war das heutige Orakel zur Wunschpartneranalyse. Ich hoffe, es hat euch gefallen und meldet euch sehr gerne, wenn ich euch die Karten legen darf mit einem Rundumblick, mit dieser Legung, ja, dann kann ich sie auch ganz auslegen, nicht nur diese paar Teile, sonst wäre es aber auch zu lang, das Video. Und ja, meldet euch mit dem, wenn ich euch die Karten legen darf, zum Rundumblick oder mit dem Liebesblick oder dem Finanzenblick oder Fragen zum Beruf. Alles, was ihr gerne wissen möchtet, könnt ihr mich fragen. Und ja, auch meine Energiearbeit, wenn ich euch energetisch unterstützen darf oder euren Wunschpartner, ja, dann meldet euch bei mir. Chakrenausgleich, Aura-Reinigung, Intensivreinigung, Partnerzusammenführung oder Partnerrückführung, alles kann ich euch durchführen. Und schreibt mir gerne eine PN auf Facebook oder eine E-Mail an deinekartenlegerin@ymail.com. Und dann können wir alles Weitere besprechen. Ich freue mich auf euch und ich habe euch auch unten alles aufgeschrieben. Und also die Karten, die Legeschablone und meine Dienste. Ja, dann freue ich mich auf das nächste Mal und Küsschen. Tschüss, eure Kartenlegerin Simone.